Herzlich willkommen zu unserem Expertinnen- und Experten-Talk unter dem Motto "Nicht geschimpft ist, gelobt nur". Es geht um Wertschätzung, es geht um das Behalten von Mitarbeitenden im Unternehmen. Im Englischen heißt es, sorry seems to be the hardest word, zumindest behauptet das Elton John. Das gilt vielleicht fürs Englische. Im Deutschen könnte es sein, dass ein Danke schon das schwierigste Wort ist, das viele nicht über die Lippen bekommen und das aber doch so, so wichtig ist. Und wie wichtig ist, das ist, werden wir heute diskutieren. Wir sind hier bei Great Place to Work und ich darf Ihnen meine Gäste hier vorstellen, die mit mir gemeinsam diskutieren werden. Das sind Doris Palz, sie ist Geschäftsführerin von Great Place to Work und die Initiatorin von Better Great Together. Schön, dass wir bei Great Place to Work zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen, ist uns eine Ehre. Ich begrüße ganz herzlich, ich mache es ganz alphabetisch, Bernhard Gilli, er ist Geschäftsführer des Bauernladen. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Danke. Ich begrüße Harald Schopf, er ist Gesamtleiter des Kurhauses Scherding bei den Barmherzigen Brüdern. Herzlich willkommen in Wien. Danke für die Einladung, hallo. Und ich begrüße Maximilian Wurm, er ist der geschäftsführende Gesellschafter des IT-Unternehmens Count IT. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind quasi bei uns hier im Great Place to Work Büro zu Gast. Sie können bei uns dabei sein über die Chat-Funktion. Bitte loggen Sie sich ein über Slido und stellen Sie auch dort Ihre Fragen. Zunächst aber ich eine Frage an Sie, nämlich wo sind Sie jetzt gerade? Bitte schreiben Sie uns im Chat, von wo aus Sie uns verfolgen, von wo aus Sie mit uns mitdiskutieren werden. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Wann haben Sie das letzte Mal Feedback gegeben? Und im Idealfall, wann haben Sie das letzte Mal Danke gesagt? Bitte lassen Sie uns das wissen, schreiben Sie das im Chat. Slido und die entsprechende Einwahlnummer sind angegeben. Wir freuen uns auf Ihre Inputs, auf Ihre Fragen und Kommentare im Chat. Bitte lassen Sie sie uns wissen und seien Sie dabei, wenn wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Und ich möchte mit dir anfangen, Doris Palz. Wie wichtig ist es im Umgang mit den Mitarbeitenden wertschätzend zu sein? Welche Rolle spielt das? Ja, lieber Michi Köttrich, wenn wir uns begegnen, dann begegnen wir uns in der Regel sehr wertschätzend. Das verbindet uns und wir haben ein gutes Fundament dadurch aufgebaut in unserer Zusammenarbeit, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander sind. Und ich glaube, wir beide können uns sagen jetzt, das ist uns wichtig, ja. Und genauso wichtig ist es natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen, dass sie eine Wertschätzung, Anerkennung für das bekommen, was sie im Unternehmen leisten. Wir hier bei Great Place to Work, wir untersuchen seit mittlerweile 20 Jahren in Österreich, wie eine Arbeitsplatzkultur, eine vertrauensbasierte Arbeitsplatzkultur entsteht, wie sie gehalten werden kann, wie sie weiterentwickelt werden kann. Und anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums haben wir auch Better Great Together ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben Nachhaltigkeit auch in den Mittelpunkt gestellt mit einer Plattform. Gemeinsam feiern wir jetzt den Ausgang dieser 20 Jahre Great Place to Work mit drei Experten-Talks. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Und vielen Dank auch für alle Inputs, die von der anderen Seite kommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite an unsere Gäste, wo es wirklich eine spannende Diskussion heute sein wird, weil so viele Perspektiven hineinkommen. Ja, und wir starten heute mit dem Thema "Nicht geschimpft ist, gelobt nur". Wie wir definiert haben, dass wir mit Wertschätzung, mit Anerkennung diese Experten-Talk-Reihe beginnen wollen und wie wir das kommuniziert haben, dass wir das nennen eben "Nicht geschimpft ist, gelobt nur", habe ich sehr viel Feedback bekommen, dass da heißt: Was glaubst du, wie oft ich das schon gehört habe? Ja, und daher haben wir uns das ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt, daher die Folien hier eingeblendet, "Nicht geschimpft ist, gelobt nur". Das war dann noch dazu zusammen mit Corona und das hatte dann schon seine Effekte.
Warum hatte es so seine Effekte? Weil es mit uns, mit unserem physischen Wohlbefinden etwas zu tun hat. Neurobiologisch wird durch Anerkennung, durch Wertschätzung und durch Zuwendung, durch Dankesagen, werden Botenstoffe ausgeschüttet, die ganz einfach wohltun und damit auch auf die Qualität der empfundenen Arbeit einzahlen. Wir haben durch Corona gelernt, the great resignation. Die Leute haben sich zurückgenommen. Ich für mich habe dann immer gesagt, na, eigentlich ist es ja nicht die Resignation, die die Menschen haben, sondern es ist vielmehr eine Reflexion. Und die Reflexion hat dann gezeigt, dass sie eine hohe Veränderungsbereitschaft bei den Menschen ausgelöst hat. Sie haben Branchen gewechselt, sie haben sich komplett zurückgezogen, sie sind in Teilzeit gegangen und all das spüren wir jetzt am Arbeitsmarkt, weshalb genau dieses Thema heute so wichtig ist. Ja, wenn wir auf die nächste Folie jetzt schauen, wir haben das natürlich auch untersucht und wir haben Erkenntnisse aus einer globalen Studie gefunden, unsere globale Wellbeing-Studie, die da zeigt, dass wir, also wie sinngebende Beziehungen die Menschen auch erleben. Und auf dieser Folie sehen wir jetzt, dass es 35% der Menschen sind, die sich nicht einmal als Teil ihres Unternehmens fühlen. 15% sagen, ich fühle mich einsam an meinem Arbeitsplatz, ja. Dass sie keinen Sinn in der Tätigkeit spüren oder finden, ja, und das mit fast 60% sollte uns auch zum Nachdenken geben, und dass sie die Empfindung haben, dass sie mit ihrem Job und dass ihr Unternehmen eigentlich keinen wertvollen Beitrag leistet. Alles das ist es, dass dann nicht zu einer Bindungswirkung eigentlich in die Unternehmen stattfindet. Und was vergeben wir uns als Unternehmerinnen und Unternehmer dadurch? Wenn wir sehen jetzt, Wertschätzung und Dankbarkeit am Arbeitsplatz wird aktiv gelebt, ja, eine viel, viel höhere Produktivität als dort, wo das nicht stattfindet. Eine Innovationsfähigkeit, na, was brauchen wir mehr, um die Antworten zu geben auf das, was gerade auf uns zukommt? Agilität, das große Schlagwort, wie schaffen wir es, auf die Herausforderungen des Alltags adäquat auch Antworten zu geben. Ja. Und das, warum wir heute auch hier zusammen sind, jetzt 128% höhere Bereitschaft, im Unternehmen zu bleiben, nicht abgeworben zu werden, den Einsatz zu bringen. Ja, und damit lade ich hier eigentlich alle jetzt ein, die wir hier diskutieren und Sie alle, euch alle, die uns heute zuschauen, uns auch ein bisschen Feedback zu geben. Nächste Folie, bitte. Danke, nicht zu sagen, nett, also statt dem Einstiegssatz, den ich gar nicht einmal mehr wiederholen möchte, globt Knur ist nie. Ja? Und stoppen wir das mit der Great Reflection, Great Resignation und gehen wir hinein in the Great Recognition. Und das tun wir gemeinsam, würde ich vorschlagen. Danke, Doris, für diese Einführung. Positiv Leadership, positive Führung ist genannt worden und ist auch auf den Folien zu lesen gewesen. Kannst du uns in 2, 3 Sätzen sagen, positive Führung, was steckt da dahinter, was versteckt sich da? Positive Führung ist für mich ganz einfach, die Stärken eines Menschen zu sehen. So ist es auch definiert. Das ist Flourishing-Prinzip sozusagen, dass wir genau dort hinschauen, was fällt dem Menschen leicht? Wo bringen sie sich besonders gut ein? Und das anzuerkennen, das zu adressieren, dieses, wie du schon gesagt hast, so schön, ja, einmal ganz einfach Danke zu sagen. Weißt du, was das Schöne beim Danke ist? Es tut auch dir selbst gut. Nicht nur, du tust nicht nur anderen gut, sondern du wächst auch selbst dabei. Ja? Und das ist das Wunderschöne auch am Positive Leadership. Ja? Wir wachsen gemeinsam. Genau so ist es. Wachsen wollen wir alle gemeinsam. Wir wollen ein bisschen gescheiter werden durch unsere Diskussion heute, in die ich jetzt einsteigen möchte. Harald Schopf, Sie sehen ja verschiedene Seiten, die in Ihrem Haus zusammenkommen, verschiedene Menschengruppen, Patienten, dann das gesamte Personal, das sich um die Patientinnen und Patienten kümmert und natürlich auch die Angehörigen. Wie wirkt sich in Ihrer Erfahrung positives Feedback aus? Wie erleben Sie das? Ich bin in der schönen Funktion, dass bei mir diese Ströme zusammenfließen. Einerseits das Feedback der Gäste, die uns immer wieder sehr viel Feedback geben, sei es jetzt schriftlich oder auch mündlich.
und auch die Rückmeldung meiner Mitarbeitenden. Ich bin ein Fan der offenen Bürotüre. Diese Tür ist nicht nur für die Gäste offen, sondern auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und nachdem ich meinen Job so definiere, dass ich nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeite, ist dieses Feedback nehmen und erhalten ganz, ganz wichtig für die tägliche Weiterentwicklung des Kurhauses. Danke und Arbeit, wie passt das zusammen? Danke und Arbeit passen hervorragend zusammen. Ich war gerade bei einer Statistik, habe ich gesehen, eine Untersuchung in Oberösterreich, wo junge Menschen gefragt wurden, nach welchen Kriterien wählen sie ihren Arbeitgeber. Nummer eins, es soll ein Klima des Wohlfühlens, des Respekts herrschen. Thema Nummer zwei, nette Kolleginnen sind wichtig. Und Thema Nummer drei, und hier sind wir auch dabei, ist der Sinn erfüllte Arbeiten. Und Dankbarkeit und Arbeit passen auch insofern gut zusammen, wenn man es ein bisschen theoretisch sieht. Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa prägt den Begriff der Resonanz. Und die Arbeit ist einer dieser Resonanzräume. Und Menschen suchen Antworten. Und diese Antworten, die kann man durchaus auch in der Arbeit geben. Maximilian Wurm, in vielen dieser Erhebungen und Statistiken kommt ein Punkt trotzdem sehr oft sehr weit oben, nämlich das Geld. In Ihrer Erfahrung, welche Rolle spielt das Geld, damit man sich wohlfühlt? Geld auch als Ausdruck der Wertschätzung der Leistungen, die im Unternehmen erbracht werden. Also zu Geld, da ist grundsätzlich schon zu sagen, dass es vor einigen Jahren an siebter, achter Stelle gelegen ist. In den letzten Monaten mit diesen neuen Rahmenbedingungen, mit dieser Teuerung, spielt Geld eine Rolle, aber nicht die zentrale Rolle. Es ist in den Bewerbungsgesprächen schon feststellbar, dass die Vorstellungen höher sind als zuletzt, aber es sind die Wohlfühlkriterien, die der Sinn der gesamten Philosophie von großer Bedeutung, und dann liegt es an uns HR-Menschen, sich um diese Mitarbeiter schon bei der Bewerbung zu bewerben und das entsprechend auch hinzuweisen und nachher auch zu leben, tagtäglich zu leben. Wenn ich mich bei Unternehmen umhöre, dann höre ich sehr oft, dass gesagt wird, dass vor allem die Jüngeren bereit sind, weniger zu arbeiten, aber auch weniger zu verdienen. Ist das ein Eindruck, den auch Sie haben? Ja, und das ist okay. Es steht auch in der Bibel, glaube ich, nicht drinnen, was Vollzeit ist. 7 Tage, 24 Stunden könnte auch eine mathematische Ableitung sein. Es ist auf einmal Usus geworden, von Vollzeit zu sprechen, rund um diese 38,5 Wochenstunden. Nein, es ist heute wichtiger, das auch einzufangen und dann auch später nicht zu zementieren. Du hast mit uns einmal einen 35-Stunden-Vertrag und das ist ewig. Es ist auch hier im Mitarbeitergespräch anderen Möglichkeiten, immer wieder das auch auf den Punkt zu fragen. Work-Life-Balance hat einfach da zugenommen und ich finde das völlig okay als 68-Jähriger. Bernhard Gili, ihr verbindet Nachhaltigkeit und Wertschätzung bei euch im Unternehmen und auch mit euren Produkten. Sehen das andere Unternehmen Ihrer Erfahrung nach auch so? Danke für die Fragestellung. Also ich möchte es positiv zum Ausdruck bringen. Ja, immer mehr. Die Betonung liegt auf immer mehr. Ich glaube, dass das Thema der Nachhaltigkeit langsam aber sicher in allen Bereichen der Unternehmensführung Einzug findet. Es gibt kaum mehr Webseiten, speziell in den produzierenden Unternehmen, wo nicht Nachhaltigkeit, CSR, Employer Branding beispielsweise eine eigene Webseite hat. Und das, was wir sozusagen mit Bauernladen.at machen, ist nicht nur, dass wir hier die größte Plattform für die heimische Direktvermarktung sind, sondern das ist eine Art Servicestelle. Darum haben wir vielleicht hier in diesem Ökosystem von Better Great Together eine Art Sonderstellung, weil wir eine Servicestelle sein wollen für die, die ihre Mitarbeiter und Kunden, wobei ich jetzt Kunden in dieser Gesprächsrunde in Klammer stelle, nachhaltig
klimaschonend und genüsslich zu beschenken. Und da versuchen wir einen Beitrag zu leisten, dass über das Geld, wie es mein Vorredner angesprochen hat, hinausgeht. Bleiben wir noch ein bisschen beim Geld, Harald Schopf. Mitarbeitenden in medizinischen Bereich, im pflegerischen Bereich wird ja nachgesagt, und ich glaube nicht ganz zu Unrecht, dass sie eine hohe intrinsische Motivation haben. Was braucht's, damit Sie, Ihre Mitarbeitenden, Ihre Arbeit gut erfüllen können? Das stimmt, das kann ich bestätigen. Wir haben ein ausgeprägtes Motiv des Helfenwollens bei uns im Haus. Das trifft wahrscheinlich für alle Gesundheitsberufe zu. Wir sagen, wir wollen, können, dürfen und machen. Das Wollen ist das eine, da trägt die intrinsische Motivation natürlich viel dazu bei. Das Können ist das zweite. Das Dürfen, auch nicht selbstverständlich eine ausgeprägte Fehlerfreudigkeit und Fehlerkultur. Also man kann Fehler auch als Entwicklungschance sehen. Und dann das Umsetzen. Und wenn diese vier Komponenten in Ordnung sind, dann steht einem erfolgreichen Unternehmen nichts im Wege. Maximilian Wurm, wir sprechen sehr oft von New Work. Und was braucht es da, dass das gelebt werden kann, dass das New Work wirklich tatsächlich auch stattfindet? Ja, es braucht auch hier wieder das Einfangen der Wünsche von Menschen, was den Arbeitsort beispielsweise betrifft. Und die Pandemie hat gezeigt, dass Homeoffice sehr gut funktioniert, aber es ist auch dann sehr schnell die Klarheit gekommen, dass die täglichen Begegnungen einfach wertvoll sind. Und ich tue mir ein bisschen schmunzeln bei diesen Bewerbergesprächen, die mir einfach Spaß machen, wo ich 330 im Jahr noch gestalte. Wenn so rüberkommt, Homeoffice ist sehr viel machbar. Und dann will ich nochmal abholen, ja, was ist so die Vorstellung mit viel? Und dann kommt man eigentlich eh drauf, dass einfach wichtig ist, dass Homeoffice machbar ist, dass der Arbeitsort aber grundsätzlich schon auch mit den Kollegen als sehr wertvoll beachtet wird. Frage in die Runde. Wir haben da jetzt schon einige Punkte gehört. Was braucht es, um Mitarbeitende zu binden? Also Homeoffice ist etwas, was vorausgesetzt wird, ansprechendes Gehalt auch. Homeoffice ist im pflegerischen Bereich ein bisschen sehr schwer. Aber Frage, ist es ein Thema auch bei euch? Homeoffice ist ein Randthema für unsere administrativen Bereiche. Dort gibt es auch eingeschränkte Homeoffice-Möglichkeiten. Aber unser Kern ist die Obsorge für unseren Gast und da braucht es Anwesenheit. Aber zurück, was braucht es, um Mitarbeitende zu binden? Was muss man ihnen bieten? Was darf man auch erwarten, um diese Verbindung, die ja eine zweiseitige ist, auch wirklich herzustellen? Also ich erlebe in den Gesprächen auch mit den Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten, aber vor allem auch mit den Mitarbeiterinnen und da eben mit den Jüngeren, ein Maß an Flexibilität, in dem die persönlichen Lebenskonzepte ihren Raum finden. Das heißt, bei einem unserer Unternehmen war in einem Bewerbungsgespräch ein leidenschaftlicher Surfer, der aber genial war auch für die Besetzung dieser Stelle. Ja. Der Neusiedlersee nicht so weit weg. Ja. Und hat von Anfang an klar gemacht, also wenn ihr mich wollt, dann kriegt's mich nur mit meinem Surfbrettel. Und das ist dann manches Mal auch am Neusiedlersee, dann wenn der Wind gut ist. Ja. Und sie haben sich dann entschieden, zusammenzuarbeiten und das gut ist gegangen, ja, weil er hat nicht jedes Mal, wenn der Wind gut war, wenn gerade nämlich die Arbeitslast da war, die zu erbringen war, dann den Wind gewählt, sondern diese Balance dann für den Arbeitgeber wird schon eingehalten. Ja. Und ich erlebe das auch in anderen Situationen, auch bei uns, ja, wo Mitarbeiterinnen 30 Stunden vertraglich vereinbarte Arbeitszeit haben und wenn es eng ist, dann kommen sie selber und sagen jetzt, die nächsten zwei Monate ist für mich okay, stock mal auf 40 Stunden, ja. Und dann gehe ich aber wieder zurück. Also diese Flexibilität, die da von Arbeitgebern gefordert sind, haben halt alles nichts mehr damit zu tun, was man früher mal in der Verwaltung gewohnt war. Ja, natürlich. Ich glaube, da gilt auch der Grundsatz, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und das ist mit Sicherheit ein ganz essentielles Thema auch in der Mitarbeiterführung, im Employer Branding, wo zeitgleich aber auch signalisiert werden kann,
dass sich der Arbeitgeber ein bisschen Gedanken macht, auch das mit einfließen lässt in die Geschenkthematik, wofür das Unternehmen steht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut genutzt werden kann, um hier auch Mitarbeiterbindung positiv umsetzen zu können. Ja. Wie kann so ein Geschenk ausschauen? Ich kann hier nur von Bauernladen.at sprechen. Ich glaube, damit beantwortet sich selbst erklärend Ihre Frage. Wir haben hier die besten 1000 heimischen Direktvermarkter von Vorarlberg bis ins Burgenland drinnen, die über 17.000 Produkte anbieten, von Essen, Trinken bis über handwerkliche Produkte, Urlaub am Bauernhof etc. etc. Und was gibt Schöneres, als wie das in diesem Fall das Lieferkettengesetz keine Rolle spielt, weil die Produkte hier hergestellt werden, die Wertschöpfungskette in Österreich bleibt und es eine Besonderheit darstellt, weil all diese Produkte, die von diesen kleinen heimischen Familienbetrieben hergestellt werden, eben nicht im Supermarkt zu erwerben sind. Und das macht die Besonderheit. Und da breche ich auch noch eine Lanze für die Gesundheitsbranche. Das waren Vorreiter, die Bauernladen.at eingesetzt haben. Spitäler, Gesundheitsanstalten etc. und das wirklich mit Freude entgegengenommen haben, weil es einfach signalisiert, mein Arbeitgeber macht sich Gedanken, was kann beeindrucken und was ist wirklich besonders. Ja. Maximilian Wurm. Ja, die Abfertigung alt, die gibt schon lange nicht mehr. Die hätten wir halt vor 20 Jahren da an dieser Stelle jetzt als Antwort gegeben von der Bindung her. Ich glaube, dass uns der Staat schon eine Palette auch zur Verfügung stellt, abgabenfrei, Geschenke zu Weihnachten, aber auch vielleicht laufend wie den Essenszuschuss, den es nach wie vor um 8 Euro gibt. Und wenn einer einmal ein ganzes Monat arbeitet und jeden Tag essen geht, ist das ein 100er mehr, der in der Brieftasche überbleibt, die Teuerungsprämie. Jetzt vielleicht Überlegungen mit den Bikes, mit Rädern, also diese Palette auch gut anzuschauen. Aber ich komme nur einmal zurück und Mitarbeitergespräch ist einfach auch das ganz Wichtige, das Gefühl zu vermitteln, dass man die Menschen mag, dass man sich um sie kümmert und dann wird es gelingen, auch uns gelingt es nicht immer, aber wird es gelingen, die wöchentlichen Headhunter-Anrufe abzuwimmeln. Das ist nur einen Satz dazu. Maximilian, du hast das jetzt so wunderschön auf den Punkt gebracht. Ja. Alles das, worüber wir jetzt reden, ist eine Frage unserer Haltung Menschen gegenüber. Ja, und auch der Umwelt gegenüber natürlich. Das ist so der zweite. Ja. Also es ist eine Haltungsfrage, wie ich Menschen gegenüber auftrete, wie ich die Natur berücksichtige. Vielleicht ergänzen nochmal, Leadership ist schon ganz, ganz wichtig. Einer meiner Lieblingssätze ist, Menschen starten in Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Und dort liegt sehr viel Wahrheit drin. Maximilian, wo man den Bogen sehr schön gespannt vom Geld zur Wertschätzung. Das ist ein großes Wort. Wie erleben Sie, und sind alle gefragt, wie erleben Sie Wertschätzung? Was macht Wertschätzung für Sie aus? Bernhard Gilliff, fangen wir vielleicht bitte. Ja, dass ich am Abend nach Hause gehe und zurückblicken kann. Das ist noch meinem anderen auch aufgefallen, was ich heute gemacht habe. Das kann der Vorgesetzte sein, das können Kollegen sein, das kann auch der Kunde sein. Ich glaube, das Schlimmste in der Schule war immer, wenn wir keine Noten gekriegt haben, wenn wir gar nichts gehört haben vom Lehrer, wenn wir überhaupt nicht gewusst, wo wir stehen. Ja. Und das Lob ist schon gesprochen worden, das Danke. Ja, und das fängt ja im ganz privaten Bereich bei den Nachbarn an, ja. Wenn einer beim Schneeräumen einmal hilft, danke. Ja. Danke und grüßen, das mit dem sollen wir aufwachsen, sollen wir lernen. Wir versuchen uns halt tagtäglich in unserer Arbeit damit zu beschäftigen, dass, sage ich jetzt einmal, die Bargeldzuwendungen, in dieser Runde haben wir de facto über Bargeldzuwendungen gesprochen, ausreichend ist für ein Danke, abseits des verbalen Dankeschön sagen, was ja zweifellos das allerwichtigste Gut ist, wenn man das regelmäßig macht und tut. Das ist oft schwieriger und zeitintensiver, als man denken mag, sich bei einem starken und großen Team zu bedanken.
Aber wir stellen uns die Frage, ist es damit getan, dass es jetzt in welcher Form auch immer Bargeldzuwendungen, ob das jetzt Industriekettengutscheine sind oder Essenszuschüsse, ist es damit getan, um ein Employer-Branding-Beitrag leisten zu können? Ja, und meine Antwort ist natürlich nein, ja, ganz klar. Da gibt es andere sehr, sehr schöne Dinge, gerade in Zeiten wie diesen, wo nämlich die Seite durchaus auf den Arbeitnehmern ist. Und Stichwort Fachkräftemangel, die sind ja nicht weg, die Fachkräfte, sie sind nur woanders. Ja, und da gilt es, ein Spektrum zu schaffen, das mit sehr, sehr kleinem Budget eine große Wirkung erzeugt werden kann. Und dort sehen wir sozusagen den Zugang und die Hilfestellung. Mhm. Mhm. Was siehst du an Wertschätzung in den Unternehmen? Eine ganz, ganz breite Palette. Ja. Also Wertschätzung ist natürlich auch, zwei zusätzliche Urlaubstage herzugeben. Aber das, was drauf ankommt, ist eigentlich jetzt gut ist, wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kenne. Ja, und dann wirklich auf diese jeweiligen Bedürfnisse, die jetzt gerade da sind, auch eingehen zu können. Das heißt, das kann auch sein, jetzt gerade jetzt, wo wir über die Teuerung geredet haben, eben eine Prämie auszuzahlen, die steuerfrei ist, wunderbar, es bleibt so viel mehr jetzt im Geldtasche dann über, ja, braucht man jetzt, ja. Und es kann, und das habe ich selber auch schon sehr gerne gemacht, eben die Produkte von Bauernladen oder einen Gutschein vom Bauernladen zu kaufen, weil ich weiß, als Unternehmerin, ich tue damit auch wirklich etwas Gutes, ja. Unsere heimischen Bäuerinnen und Bäuerinnen und Bauern werden damit geführt. Ja. Und ich überlege mir dann, wie stellen wir das zusammen? Soll es eine Schokolade sein, soll es ein Öl sein, soll es irgendwas anderes Gesundes sein? Ja? Und dann denke ich an die einzelnen Mitarbeiterinnen und dann sind halt ein paar unterschiedliche Sachen am Gutschein drauf, nicht? Und das wirkt ein Stückchen mehr. Ja? Also so, und die Palette in den Unternehmen, ich bin überzeugt jetzt bei euch, gibt es auch ganz viel an besonderen Zuwendungen für die Mitarbeiterinnen, oder Harald? Ja, die wichtigste Zuwendung ist die, meiner Meinung nach, die persönliche Zuwendung, du hast es schon gesagt. Also wir haben eine sehr ausgeprägte Du-Kultur. Ich kenne wirklich meine Mitarbeitenden alle mit Vornamen und dieses persönliche Gespräch ist ganz, ganz wichtig. Gerade in der Hotellerie und Gastronomie, der respektvolle Umgang, nicht nur zum Gast hin, sondern vom Gast zum Mitarbeiter, da war Corona nicht unbedingt förderlich. Und da muss man sehr viel als Führungskraft jetzt auffangen. Das heißt, ich bin wahnsinnig viel im Unternehmen bei den Mitarbeitenden unterwegs, führe Gespräche, muss man auch aufbauen. Und das alles ist Wertschätzung. Mhm. Natürlich braucht es manchmal auch Geschenke. Die gibt es auch. Aber das Wesentliche ist diese persönliche Zuwendung. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Und trotzdem ist es offenbar so schwer, dieses Feedback, dieses wertschätzende Feedback zu geben. Woran liegt es? Sie haben es ja vorhin auch gesagt, dass Mitarbeitende wegen der Führungskräfte weggehen. Jetzt vielleicht nicht in Ihrem Haus, aber ganz generell gesprochen. Warum ist es für Führungskräfte oft so schwer, dieses wertschätzende Feedback zu geben? Es ist schwierig zu beantworten. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mir fällt es nicht schwer, Gott sei Dank. Ich glaube, das ist ein Persönlichkeitsthema. Aber man muss auch sagen, auf der Geschäftsführungsebene ist die Wertschätzung, ich würde jetzt nicht sagen eine Einbahnstraße, aber eine verkehrsberuhigte Zone. Ja? Also als Chef, Chefin, muss man sich schon diese Wertschätzung auch ein bisschen holen. Da ist intrinsische Motivation von großer Bedeutung. Und für mich zählen dann schon so Auszeichnungen wie Bester Arbeitgeber Österreich von Great Place to Work. Das ist für mich eine Form auch, wo ich Wertschätzung und Anerkennung erfahre. Und für mich die größte Anerkennung seitens meiner Mitarbeitenden ist, wenn sie einfach auch mit privaten Sorgen und Problemen zu mir ins Büro kommen und ich ihnen helfen kann. Dann ist eine Kultur des Vertrauens und das funktioniert dann sehr gut. Die offene Tür hat mir gut gefallen. Ja, die ist ja Markenzeichen mittlerweile. Aber ich bin auch beim Kollegen, das ist ein Teil einer sozialen Kompetenz, Danke loben zu können. Es soll authentisch sein. Wenn es nicht so ist, ist es noch schlimmer, als wenn man gar nichts sagen würde. Guten Morgen zu sagen, wenn die Firma wirklich groß ist, vielleicht nicht immer alle Abteilungen, aber da kann man ja ein bisschen am Plan sich selber aufstellen, den Menschen das Gefühl auch geben, ehrlich zu geben, dass man weiß, wo die gerade stehen, was die gerade für Projekt gemeistert haben, wie schwierig der 15. jetzt war für Buchhalter, die UVA abzugeben haben beispielsweise. Und das kommt sicher gut an. Mhm.
Und dann vielleicht eine kleine Geste, wenn es ziemlich heiß ist, um am 15. herum ein bisschen Eis dann zur Verfügung zu stellen oder so. Ne? Ja, das macht also man immer mal ein bisschen unterstreichen. Hast du einen Geschäftsführer auch, in der Tex wunderbar, genau, der ist, geht mit dem Eis dann durch am 16. Bernhard Gidi, vielleicht auch von Ihnen ein paar Tipps an Führungskräfte, was hilft, Feedback zu geben, wie man diese Hemmschwelle vielleicht auch überwinden kann, um sich einzulassen auf dieses Gespräch und auf diese Beziehung? Also ich unterstelle, dass die meisten Geschäftsführer das tun und wissen sollten. Es geht nur um die Frage, wie sehr sie es und wie gerne sie es und vor allem, wie viel Leidenschaft sie es umsetzen. Es gilt nur eine Devise, es zu tun. Ja, und es fällt niemandem einen Zacken aus der Krone, Danke zu sagen. Und ich muss da jetzt wieder auf das sozusagen ein bisschen zurückkommen, wenn das Dankeschön sagen auch noch damit kombiniert werden kann, für die Nachhaltigkeit und für die Wertschöpfung in Österreich einen Beitrag zu leisten, ja, ist ja eh schon das meiste damit getan. Ja. Das möchte ich auch so stehen lassen. Also das, was ich schon auch erlebe, insbesondere mit den Unternehmern, mit denen wir das erste Mal zusammenarbeiten und die dann ein wirklich tolles Feedback auch schon von den Mitarbeiterinnen bekommen, so dass sie sagen jetzt, das wussten wir eigentlich gar nicht, wie gut unseren Mitarbeiterinnen bei uns gefällt. Ja, also dieses Hineinschauen und so weiter ist schon sehr wichtig. Ja, und ich glaube, was noch wichtig ist, tue Gutes und sprich darüber. Ja, also mit den Leuten reden und das Feedback einholen und durchaus auch herausarbeiten jetzt, hey, ist es nicht cool, dass wir so hier zusammenarbeiten können? Alles nicht selbstverständlich, ja. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir haben einen Teamgeist. Feiern gehört auch dazu, ja. Von den Besten lernen. Ja, zum Beispiel, ja. Feierkultur ist ja bei euch, Maximilian, auch recht gut ausgeprägt. Naja, jetzt haben wir eine Activity Room, ja, mit einer Rutsche. Ja. Und das ist erlaubt in der Dienstzeit, dass wir wutzeln und mit der Dartscheibe agieren und da mal auf den Wurm schießen, weil er vielleicht heute Vormittag doch nicht gekommen ist oder schlecht drauf war. Um sich wieder zu stärken. Ja, also das ist heute auch ein Teil moderner Arbeitswelten, die wir versucht haben in unserem Neubau mitzunehmen, dass da eine gute Atmosphäre drinnen einfach unterstützt wird. Aber es nützt alles nichts, wenn jemand hereinkommen würde und er würde Menschen sehen, die so ein Gesicht haben. Das ist schön, auch für Geschäftsführer, Eigentümer, wenn man dann hört, boah, ihr habt so einen tollen Bau, aber nun mehr gefällt mir, dass die Menschen so fröhlich sind. Im Chat tut sich schon einiges. Wir freuen uns über Ihre Fragen, Inputs und Kommentare. Und die ersten sind da und einen darf ich gleich in unsere Diskussion hereinnehmen und an die Runde weitergeben. Was können MitarbeiterInnen für einen wertschätzenden Umgang beitragen? Es ist ja bei Harald Schöpf schon angeklungen, dass Wertschätzung keine Einbahnstraße ist, sondern dass es auf Gegenseitigkeit beruht und dass es ein Teil der Beziehungsarbeit ist. Also ganz konkret die Frage, was können die Mitarbeitenden tun? Ja, die Mitarbeitenden können insofern agieren, indem sie Angst ablegen, die Kultur des Vertrauens, sofern sie vorhanden ist, auch nutzen. Manchmal muss man einfach den ersten Schritt machen. Und ein gutes Gesprächsklima ist sicher die Basis für Wertschätzung. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man es sich bewusst macht, dass es zwar einen Vorgesetzten gibt, aber das ist auch ein Mensch und mit dem kann ich gut sprechen. Und dann kommt es auch zurück und sobald man im Dialog ist, dann ergibt sich dieses Thema von selbst. Man kann auch kleine Gesten setzen. Ja? Ich habe eine Kollegin, die mir immer den Rücken frei hält, weil ich brauche halt ein bisschen mehr Flexibilität, weil ich kleinere Kinder habe. Ich nicht, ja, aber ich sage es jetzt nochmal theoretisch. Ja. Und am nächsten Tag ist ganz einfach ein Post-it dann am Schreibtisch, wo dann ein Smiley drauf ist und danke, du hältst mir den Rücken frei. Die werden dann oft einmal gesammelt und die geben so viel Kraft, auch wenn es dann so neblig ist wie heute halt draußen. Ja. Ist auch in uns ab und zu mal so neblig, dann sind solche Feedback-Kärtchen oder Zettelchen und so weiter sowas von Freude spendend. Also und das kostet nichts, außer das, was ich im Herzen drinnen habe, dann auch nach außen zu tragen und dorthin zu kommunizieren, wo es hingehört. Bernhard Gili, was können Mitarbeitende beitragen? Ich habe viel über das nachgedacht, tu es noch immer.
ich glaube, sich selbst die Frage zu stellen, was würde ich mir wünschen von meinem unmittelbaren Vorgesetzten, wie er mir begegnet, wann jetzt mir ein Danke gut tun würde und daraufhin reflektiert auf der gleichen Ebene oder jene, die in meinem unmittelbaren Team sind, das auch zu leben. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und da kann mit Sicherheit jeder seinen Beitrag leisten. Und ich sage Ihnen eines, das fängt an beim guten Morgen. Und das schaffen nicht alle Mitarbeiter. Und ein Lächeln, das ebenfalls nichts kostet, oder ein, das habt ihr gut gemacht, egal auf welcher Hierarchie im Unternehmen, kann oft Wunder wirken. In der Dynamik, in der Gruppendynamik und in dem, dass man sich wohlfühlt, wenn man arbeitet. Die zweite Frage hat uns erreicht, wie kann die wertschätzende Kommunikation gefördert werden? Eine große Frage. Was gibt es da für Tools in Ihren Häusern, in Ihren Unternehmen? Ich würde gerne den Bogen noch ein bisschen breiter spannen, weil wir haben ja auch Gäste bei uns im Haus. Also Mitarbeiter 1, Gäste ist auf der zweiten Ebene. Und wir werden einen Monat des Respekts jetzt im Dezember oder zwei Monate Dezember, Jänner ausrufen, wo wir mit Buttons auch auf einen respektvollen Umgang miteinander bewusst hinweisen, mit kleinen Sprüchen, mit kleinen Kärtchen, weil uns das wichtig ist. Weil der Gast ist wichtig, aber der Mitarbeitende ist mindestens so wichtig. Und auch das fördert eine wertschätzende Kommunikation. Ist auch ganz einfach anzusprechen, ne? Also wenn irgendwo eine Schieflage ist, ja. Und dazu braucht man zumindest als Mitarbeiterin wahrscheinlich auch ein bisschen Mut, wenn einmal der Ton von einem Vorgesetzten nicht so getroffen worden ist und vielleicht nicht die beleidigten Version dann herauszufangen und jetzt rede ich gar nichts mehr. Also es ist schon alles, so wie du so schön gesagt hast, es ist keine Einbahnstraße und auch Führungskräfte, Chefs und so weiter sind Menschen und sie machen Fehler. Sie machen wahrscheinlich auch Führungsfehler, ja. Das passiert ganz einfach. Ja, die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Kann dann eine Führungskraft, wenn es draufgekommen ist, auch sagen jetzt, hey, sorry, das tut mir jetzt wirklich schrecklich leid und hätte so nicht sein sollen und gehen wir es neu an oder so. Ja. Ja, ich hab gestern gelesen, man braucht statt einem Wutausbruch einen Mutausbruch. Und das, glaube ich, ist hilfreich hier. An der Stelle bringe ich vielleicht an, dass unser Unternehmen durch meine Frau und durch mich vor 27 Jahren gegründet wurde, mit zwei ganz einfachen Leitsätzen. Menschen sollen sich bei uns wohlfühlen und wir verbinden IT und Betriebswirtschaft. Das zweite ist jetzt gar nicht so wichtig, aber dass sich Menschen bei uns wohlfühlen, war uns relativ schnell klar, da gibt es Leitbildwerte. Und die Leitbildwerte werden keine Gewinnmaximierungsthemen beinhalten. Sie gehen rund um den Menschen. Und als ich mir die Frage so angeschaut habe, war ja spannend, dass gleich mit Wertschätzung und mit Kommunikation zwei unserer 10 Leitbildwerte da vorhanden sind. Da passt vielleicht die nächste Frage ganz gut dazu, zur Kommunikation. Wie kann ich ein schwieriges Thema ansprechen? Wie gehen Sie das an? Was können wir heute von Ihnen lernen? Ich frage in die Runde. Ja. Harald schon vielleicht. Mustert die Frage noch ganz kritisch. Ja. Eine schwierige Frage zugegeben. Wir helfen uns da immer mit ein bisschen mit dem zentralen Wert unseres Ordensgründers. Der Gründer der Barmherzigen Brüder war der heilige Johannes von Gott. Und es steht bis heute auf einem Torbogen über seinem ersten Krankenhaus El Corazón Manda, also das Herz befehle. Und das ist unser Grundgedanke. Und mit diesem Grundgedanken gehen wir manchmal auch in schwierige Gespräche rein. Es hilft. Und hier steht ja, wenn ich es richtig lese, Führungskraft, das ist ja nicht gleich Geschäftsführung oder Eigentümer. Daher gibt es auch im Normalfall mehrere Führungskräfte, die sich gegenseitig befruchten können, indem dass der eine etwas mehr wahrnimmt als wie der andere, wo Bedarf besteht, Beiträge zur Motivation der Mitarbeiter zu leisten. Und das ist halt dieses berühmte Spannungsdreieck von Geschäftsführung, HR, Betriebsrat, die halt in diesen Gremien sind. Und da kann man ja durchaus gegenseitig auch auf sich zugehen, wenn man erkennt, dass hier möglicherweise Handlungsbedarf ist. Ja, und das beinhaltet ja mit den beiden Worten Führung und mit Kraft hier etwas weiterzugeben, was man erkennt, ganz egal, ob das jetzt vom Eigentümer kommt, von der Führungskraft, von anderen Partnern im täglichen Leben. Ich würde gerne noch bei den schwierigen Themen bleiben, Doris. Welches Setting braucht es und wie direkt
darf, soll, muss man sein? Michael, welche Antwort soll ich da jetzt geben? Die salomonische, es kommt auf die Kultur an. Also es kommt auf die Gepflogenheiten an. Habe ich jetzt eine Open-Door-Policy im Unternehmen schon, habe ich schon einen relativ gut ausgeprägten Fundament mit Vertrauen, ja, dann werde ich es direkt angehen können. Ja. Wenn ich das alles noch nicht habe, dann wird mein eigener Mut mich auch ein bisschen bremsen, nicht übers Ziel zu schießen. Ja. Dann einen vielleicht ein bisschen formaleren Weg gehen und um ein formelles Gespräch bitten und in diesem formellen Gespräch dann das Thema auf den Tisch zu legen, sich gut vorzubereiten das vielleicht auch jetzt, so, wir haben vorhin schon beim Mindset, also mental vorerleben, wie dieses Gespräch dann am Ende am besten gelaufen sein wird. Ja, dann habe ich schon erlebt, dann fällt es mir auch leichter, dann in das Gespräch hineinzugehen und mir vorzunehmen, dass ich nicht beleidige, dass ich niemand bewerte, so mit meiner eigenen Haltung, mit welcher gehe ich in dieses Gespräch hinein, damit es gelingen kann. Und damit leiste ich auch, wenn ich eine Mitarbeiterin bin, ein Paradebeispiel für das Gelingen. Es verlangt aber eine Menge Empathie auch von Seiten der Führungskraft, um das einschätzen zu können. Also wenn ich meinen Arbeitsplatz behalten möchte und nicht jetzt eine Eskalationsspirale lostreten möchte, ist es wahrscheinlich der zielführendere Weg, jetzt eben die eigene Empathie und dieses, wie komme ich dorthin, wo mein Anliegen ist. Ein Stück weit ist das auch eine Aufgabe vom HR, diesen Führungskräften hier durch Coaching auch mitzuhelfen, aufmerksam zu machen, weil sonst kommt ein Ende, auf welcher Seite auch immer, oder kommt nicht das raus, was eigentlich wir uns alle wünschen. Menschen geht's gut, Firma geht's gut. Bernhard Gideon, ganz wichtig wahrscheinlich auch noch, richtig, die Bereitschaft und soweit open-minded zu sein, dass man in der eigenen Bubble, in der man lebt, nicht glaubt, dass es das gilt, für alle Generationen anzuwenden. Der Babyboomer muss zur Generation X, Y und Z anders angesprochen werden. Für den ist etwas anderes wertschätzend und zufriedenstellend, abgesehen jetzt vom Dankeschön, als wie für sich selbst, wo man vielleicht davon ausgeht, dass das passt für mich, somit muss für alle passen. Und das ist wahrscheinlich auch das Schwierige, hier einen Weg zu finden, dass möglichst alle angesprochen werden. Aber da möchte ich anmerken, dass es sehr wohl gilt, ein Zeichen zu setzen vom Unternehmer, der auch die Mitarbeiter führt, der sie bezahlt, zu sagen, okay, wir stehen dafür und deshalb entscheiden wir uns für die Art und Weise Dankeschön zu sagen. Also das ist vielleicht manchmal so gelebt, wir haben das 30 Jahre jetzt gemacht und jetzt machen wir das die nächsten 10 Jahre auch, was beispielsweise das Beschenken von Mitarbeiter anbelangt. Gerade jetzt, glaube ich, ist die Zeit dafür, umzudenken. Ja, die Zeit lässt es zu, auch den Mitarbeiterinnen etwas Neues, Positives zumuten zu können, das vielleicht anders ist als das bisherige aus den letzten Jahren. Es gibt eine weitere Frage. Was erwarten wir heutzutage von HR-Abteilungen? Eine sehr weite Frage. Ich darf sie ein bisschen zuspitzen, weil die Führungskräfte jetzt sehr oft erwähnt worden sind. Was kann denn, was muss denn, was soll denn eine HR-Abteilung für die Führungskräfte tun, um sie zu unterstützen in dieser wertschätzenden Arbeit, in dieser wertschätzenden Haltung? Wer macht? Ja, ich glaube, die Aufgaben können da sehr weit gezogen werden, je nachdem, wo man gerade steht. Mitarbeitergespräche, immer wieder einen Leitfaden dafür auch zu aktualisieren, um vielleicht die Jungen dann anders mitzunehmen als die etwas älteren, Führungskräftelinien zu entwickeln, gemeinsam mit den Führungskräften dann auch zu vertiefen, dass eine Kreuz und Quer in ein Unternehmen agiert wird. Es geht irrsinnig schnell in der Plauderküche, wie es dort zugeht und woanders total lässig ist. Und es wäre oft so nahe, mit guten Beispielen dann von einer Abteilung, wie sie das lebt, in die andere zu gehen. Denke schon, eine wichtige Aufgabe vom HR, eine Gesamtführung oder die Eigentümer zu unterstützen,
aber Personal zu führen ist von den Linien, ja. Weil Sie das Mitarbeitergespräch erwähnt haben, das ist ja zum Teil ein bisschen im Misskredit gekommen, weil es so punktuell ist. Ist es ein Bestandteil der Führungsarbeit? Reicht's aus oder was muss da rundherum passieren, damit es einen Sinn auch hat? Ja, ich glaube, es sollte schon zur Unternehmenskultur passen, zur Unternehmensentwicklung passen. Halt nichts von einem Formular, das man herunterladen kann und das wird in ganz Österreich angewandt. Aber einige klare Regeln sind schon wichtig. Beispielsweise sagen wir, verpflichtend ist, eines zu führen und das hat eine Stunde mindestens zu dauern und es ist beidseits vorzubereiten. Und wenn einer mit einem leeren Zettel kommt, dann wird ein neuer Termin gesucht. Wir bleiben noch kurz beim Thema HR-Abteilungen. Frage in die Runde, was kann HR tun, in puncto Wertschätzung, in der Unterstützung der Führungskräfte, in der Wertschätzung. Wir sehen HR auch wieder ein bisschen größer. Für mich ist wir haben keine HR-Abteilung. Die HR-Abteilung bin ich, wenn man so möchte. Aber was ich schon sehe, ich sehe eine Mitarbeiter-Service-Stelle in der Zukunft, wo viel rundherum organisiert wird. Von der Organisation der Tagesmutter, der Kinderbetreuung. Die Eltern haben jetzt einen Pflegebedarf. Wir sollen in Zukunft helfen, das dann zu organisieren. Das heißt, meine Vision. Wir nehmen der Mitarbeiterin, der Mitarbeiter alles ab, damit sie sich auf das Unternehmen konzentrieren kann. Und das geht auch in den privaten Bereich hinein. Nicht verpflichtend, aber als Angebot. Das erwarte ich mir von einer HR-Abteilung der Zukunft. Bernhard Gilli. Also ganz richtig, es hat nicht jedes Unternehmen eine HR-Abteilung. Das ist bei den KMUs eher der kleinere Teil, der dafür eine eigene Abteilung besetzt hat. Und das macht dann im Normalfall der Eigentümer oder der Geschäftsführer, sich auch um das HR zu kümmern. Aber was heutzutage sozusagen von HR-Abteilungen erwartet wird, ist meiner Meinung nach mehr denn je. Ja, weil sozusagen weit über die Standard- oder sage ich jetzt nochmal die reguläre Arbeit von Mitarbeiterführung hinausgeht. Nämlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, momentan ist die Seite massiv auf jener, die Arbeit suchen. Wir haben einen Niedrigststand an arbeitslosen Menschen. Gleichzeitig jammern Unternehmen über den Fachkräftemangel. Also da muss es etwas mehr geben, das über die möglicherweise sehr, sehr hohe Bezahlung hinausgeht. Und diese einzelnen Aspekte, die damit hier hineinspielen, ob das jetzt vom gemeinsamen Ausflug angefangen ist, über Breakfast Sure Fix, die es denn da möglicherweise gibt, Stichwort Weihnachtsfeier, auch wenn das schwierig ist, kleinere Get-Together oder auch dann die notwendigen kleinen Geschenke zwischendurch. Ich glaube, dass es gesamtheitlich umfangreich ist und nicht zum Spaß haben, große Unternehmungen, Konzerne, sehr, sehr viele Mitarbeiter in der HR-Abteilung. Ja. Harald Schopf. Wenn ich es aktuell sehe, ist meiner Meinung nach eine der zentralen Aufgaben das Onboarding. Im Onboarding passieren so viele Fehler. Auch da sind wir im Kurhaus noch nicht perfekt. Also wir haben das für Leitthema für nächstes Jahr vorgesehen, weil auch eine kleine Zahl, wenn das Onboarding nicht funktioniert, kündigen im ersten 2 Monate innerlich viele, viele Mitarbeitenden, bleiben im Durchschnitt aber noch 1,5 Jahre im Unternehmen und dann verlassen sie erst das Unternehmen. Also ein wesentlicher Schwerpunkt ist meiner Meinung nach im Bereich des Onboardings, wenn man die gesamte Talent-Journey sich ansieht. Wir merken aber auch, dass Onboarding war dann überhaupt ganz schwierig in der ersten Zeit von Pandemie. Aber ich will noch was anderes sagen. Wir merken schon auch, dass nach 2 Jahren, 3 Jahren die Mitarbeiter sehr genau prüfen, ob ihre Vorstellungen oder die Versprechen eben aus dem Bewerbungsgespräch, aus der Aufnahme, aus dem Onboarding erfüllt wurden. Und da muss man aufpassen, dass man nicht dann sagt, Onboarding gelungen. Hackel, genau. Und es läuft dann schon. Wir merken das selber bei Umfragen, auch bei Kräfte-to-Work-Umfrage, wo wir immer wieder teilnehmen, weil es einfach qualifiziert der beste Spiegel ist. Wir waren schon 2002 dabei und einer der besten in Oberösterreich. Und aus diesen Umfragen merken wir, dass hier die Zufriedenheit, wie wir agieren, 2. bis 5. Jahr ziemlich schlechte Werte hat.
Das ist Schmerz setzen. Die innere Kündigung ist ein Thema, das hereingekommen ist im Chat. Möchte ich gleich darauf zu sprechen kommen, aber vorher, Onboarding ist schon genannt worden, aber gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter nach vor beim Recruiting. Wie erkenne ich denn, ob das eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter ist, der potenziell in meine wertschätzende Unternehmenskultur hineinpasst? Wie kann ich das denn herausfinden in diesen sehr, sehr kurzen Bewerbungsprozessen? Ja, ich sage einmal, wird vielleicht jetzt ein bisschen verblüffen, indem man nicht genau das Inserat im Auge hat, sondern den Menschen, der vor einem sitzt. Und dann tut man sich schon mal leichter, wenn man gar nicht fixiert ist, boah, der ist so gut, der hat schon 17 Bilanzen gemacht oder 3 Jahre Erfahrung im ERP-Programmieren, muss sich auf den Menschen da konzentrieren. Und da gehört schon auch ein Gespür dazu. Das, glaube ich, wird relativ wenig in den Schulen, in den Universitäten im Auge behalten, ist auch ein Teil der Fähigkeit der sozialen Kompetenz. Und ja, dort gilt es genau hinzuschauen. Ich sage immer dann ganz gern, weil manche auch überrascht sind, sie haben jetzt überhaupt nichts getestet und nichts gefragt. Ja, ist ja jeder so mit der 17, das steht auch nicht im Inserat drin. Aber ihr Innenleben ist mir wichtig. Bekanntlich dauert es ja 10 Sekunden, bis man entscheidet, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Also um es potenziell einordnen zu können. Ich muss das richtig stellen. Verzeihung, und eine andere Studie besagt, dass sozusagen Mitarbeiterinnen in den ersten 3 Tagen entscheiden, ob sie das sich längere Zeit vorstellen können oder nicht, in diesen 3 Tagen. Und das kann dann eben bis zu diesen 1,5 Jahren dauern, bis ich sage, okay, jetzt lasse ich es komplett gut sein. Ja. Und ob man es erkennen kann, Entschuldigung, wie weit sozusagen das der richtige neue Mitarbeiter ist. Ich bin da jetzt jener wahrscheinlich mit der mit Sicherheit mit der wenigsten Erfahrung an Mitarbeiterführung, auch meinem Alter geschuldet natürlich. Aber da gehört A, einmal die gewisse Erfahrung dazu. B, kann man sich trotzdem noch wirklich massiv täuschen. Wir sind bei Bauernladen.at dazu übergegangen, dass wir die Kennenlernphase erweitert haben. Also wir geben uns gegenseitig 3 Monate Zeit. Und ich habe mich nicht erst nur einmal in einer Mitarbeiterin oder in einem Mitarbeiter getäuscht, der eben anders agiert als wie man selbst und erst Zeit braucht, um aufzublühen. Also das haben wir gelernt, sozusagen auch ein bisschen mehr Zeit zu geben. Die 100-Tage-Bilanz zum Beispiel. Sozusagen, ja. Nach 3 Monaten. Herr Reitschow, Recruiting, Bewerbungsgespräch, wie sehen Sie, wie schauen Sie sich die Menschen, die potenziellen Mitarbeitenden an und wie treffen Sie dann Ihre Entscheidungen? Ja, grundsätzlich haben wir auch dieses 3-monatige Kennenlernthema. In der Dienstleistung will ich das Funkeln in den Augen sehen. Das ist für mich ganz ein wesentlicher Punkt. Alles andere kann ich in der Hotellerie, in der Gastronomie lernen, wenn ich möchte. Aber dass ich Menschen mag und mit ihnen arbeiten möchte, das muss ich spüren. Ich habe ein Vetorecht bei der Einstellung, aber grundsätzlich stellen meine Führungskräfte ihre Mitarbeiter ein. Führungskräfte selbst im Haus versuchen wir von innen heraus nachzubesetzen. Weil die haben diese Unternehmenskultur verinnerlicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Innere Kündigung, weil es jetzt mehrfach angesprochen worden ist und weil auch die Frage aus dem Chat kommt. Die Frage ist, wie kann sie erkannt werden? Eine schwierige Frage. Möchte ich trotzdem weitergeben, weil ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Wie kommt man dahinter? Wie sieht man es? Welche Anzeichen gibt es da um diese innere Kündigung? Jetzt heißt sie Quiet Quitting in der neuen Terminologie. Wie kann man hier auf die Spur kommen? Ja, wenn ich mich wenig kümmere um meine Mitarbeiter, wenn ich eine große Distanz habe, wenn der immer im Homeoffice ist, dann erkenne ich sie nicht. Aber sonst ist ja ein bisschen schau gesprochen, man ist es die Lade bei Fuß, das Funkeln in die Augen ist nicht mehr da. Man hat ihn anders gesehen und jetzt da muss was sein. Und das ist halt dann auch eine Kunst, das anzusprechen, zu erkennen, das anzusprechen. Gelingt natürlich auch nicht immer. Aber ich denke, das ist gar nicht so schwierig, doch rechtzeitig was zu erkennen. Und wenn ich es alleine nicht schaffen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich eine Vertrauensperson, die mir so etwas mitteilt, nach dem Motto, hey, schau dir mal sie oder ihn etwas genauer an. Ich glaube, da hat es nachgelassen, aus welchen Gründen auch immer. Da ist für mich auch der Betriebsrat eine ganz wichtige Funktion. Der hat einfach viel mehr Chance, die Nähe zu den einzelnen Menschen zu leben.
und dann aufzuzeigen bei den Führungskräften, Geschäftsführern, Eigentümern und die Arbeit, das würde ich auch einfach empfehlen, mit dem Betriebsrat sehr genau zu machen. Da sind noch immer viele unterwegs, die eigentlich nur Schimpf oder keinen haben wollen. Arbeit mit dem Betriebsrat ist ganz was Wertvolles. Diese innere Kündigung, kann sie in irgendeiner Weise rückgängig gemacht werden? Also eine quasi zweite Aufnahme ins Unternehmen nach dieser Art der Kündigung? Ja, zweite Chance. Ja. Welchen Rahmen muss man da setzen, dass es gelingen kann? Da muss man reden. Und das muss ernst gemeintes Zuhören sein, weil man sollte von diesen Mitarbeitern dann was erfahren. Und es sollte dann passen, was man adaptiert. Mhm. Ja. Sollte aber nicht dazu führen, dass dann der Nächste aufgrund von was immer man da falsch macht, in diese innerliche Kündigung kommt. Reden. Ja, die zweite Chance wünscht man sich. Man wird sie auch oft bekommen. Mhm. Doris. Ja, ich denke mal, es geht dann, also wenn ich erkannt habe, da gibt es einen Menschen, der geht es bei uns wirklich nicht mehr so gut, ja, und red mal drüber über innere Kündigung oder so, herauszufinden, was ist es denn, was war denn der auslösende Grund dafür, ist der in anderen Personen, ist der in der Teamkultur, ist der in der Arbeit, ist es in diesem nicht wertschätzenden Umgang oder so irgendwo, damit man überhaupt einmal eine Basis hat, an welchen Stellschrauben gedreht werden kann, ja? Und dann dieses offene Ansprechen hat es eine Chance, dass wir miteinander weitergehen. Auch wieder eben dieses Miteinander reden und nicht um einen heißen Brei herumreden. Das bringt keiner der Beteiligten etwas. Hm. Harald Schopf? Na, ich glaube auch, wenn man es auf die sachliche Ebene bringen kann, dass man wirklich den Grund für diese innere Kündigung formulieren kann, dann kann man es auch ändern. Wenn nicht, wird es schwierig. Hm. Kann man aus diesen inneren Kündigungen was lernen? Muss man was lernen? Also wenn man weiß, was der Grund ist, dann kann man was lernen. Wenn du nicht weißt, was der Grund ist und sich der Mensch ganz einfach zurückzieht und halt Arbeit macht und sonst nicht auffällig ist und so weiter, ich weiß nicht, das stelle ich mir zumindest schwierig vor. Ja. Ja, ganz schlimm, wenn man nicht lernt daraus. Ja, also das wieder jetzt, wenn wir bei Great Place to Work sind, jetzt eine regelmäßige Befragung, geben uns zumindest ein bisschen dieses Feedback auch jetzt, wo passt es gut und wo nicht. Ne? Oder in den Teams, so wie der Bernhard das gesagt hat, dass da schon einen Selbstreinigungsfaktor dann auch gibt. Irgendwer muss ja die Arbeit machen. Und wenn der eine die Arbeit nicht mehr in dieser Form machen möchte, dann bleiben die anderen über. Also es entspricht dann nicht dem Fairness-Charakter. Also ich denke mir, es gibt schon auch Selbstreinigungsprozesse dann in Teams. Ja. Außer es leiden alle. Was sehr, sehr unangenehm ist. Kommen wir zum Abschluss noch zu etwas sehr, sehr Angenehmen. Better Great Together, Doris Balz. Wie kann Better Great Together beitragen zu dieser wertschätzenden Kultur in den Unternehmen? Also Better Great Together ist eine Plattform, wo wir Unternehmen einladen, sich auszutauschen, zu kollaborieren. Ja. Und das glaube ich auch, dass die Zukunft brauchen wird, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Die Themen, die mich beschäftigen, in ihresgleichen hineinzubringen, sich inspirieren lassen, selber zu inspirieren und so und damit miteinander zu wachsen. Und das, was es bei Better Great Together halt braucht, ist ein Nachhaltigkeits-Mindset, weil wir davon ausgehen, also wenn es unserem Planeten dauerhaft nicht gut geht, dann wird es in Zukunft keine Great Workplaces mehr geben können. Und daher ist es notwendig, dieses Thema ins Zentrum zu stellen und gemeinsam daran zu arbeiten, auf allen Ebenen. Die Doris hat uns vor einigen Wochen überzeugt, da auch beizutreten. Wir freuen uns auf diesen ersten Austausch und da würde ich einfach auch in den Unternehmen die HR-Abteilungen oder diese Menschen motivieren, da einfach von den Besten zu lernen, diesen Austausch zu suchen. Das ist, glaube ich, wirklich ganz was Wichtiges für die HR. Ja, also du hast jetzt angesprochen, das ist halt mein Appell. Wir müssen etwas tun, vor allem hinsichtlich des Klimaschutzes. Und das ist jetzt auch zum Schluss noch einmal die Einladung, dass genau damit mit Bauernladen.at etwas getan werden kann, wenn wir sozusagen Klimaschutz und nachhaltig groß schreiben. Das ist sozusagen als besondere Zuwendung der Mitarbeiter ist, als auch die Positionierung eines Unternehmens. Ja, also das ist, glaube ich, Klimaschutz ganz groß geschrieben.
weil sich unser Expertengespräch jetzt dem Ende zuneigt, zum Abschluss noch einmal für unsere Zuhörerinnen, Zuseherinnen etwas zu mitnehmen. Was hilft, um wertschätzendes Feedback zu geben? Ich hätte gern von jedem von Ihnen noch einen kleinen Tipp, so als kleines Geschenk. Geschenke haben wir heute schon ein paar Mal gehört, so zum mit nach Hause nehmen und auch zum praktischen Anwenden. Harald Job. Es gibt ein wunderschönes Lied, das heißt, ein Mensch möchte bleiben. Ich glaube, das ist die Basis dafür. So schön, danke. Singen tue ich nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, seien Sie mutig, schenken Sie genussvoll und gleichzeitig klimaschonend. Das möchte ich mitgeben und ich stehe Ihnen da zur Verfügung als Servicestelle, berate Sie sehr gerne. Wir können da gemeinsam ein starkes Signal in Richtung Nachhaltigkeit schenken und gleichzeitig wirklich sehr, sehr zufriedenstellen und positiv eine Überraschung für die Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen und auch geben. Danke. Weihnachten steht vor der Tür, da sind Geschenke angebracht. Gehen Sie auf Ihren Mitarbeiter in den nächsten Tagen etwas mehr zu, als es vielleicht zuletzt gewohnt waren, und behalten Sie sich das als Vorsatz fürs nächste Jahr. Dankeschön. Doris Balz. Ganz was anderes. Mir ist meine Oma in den Sinn jetzt gerade gekommen. Für diejenigen, die vielleicht darauf vergessen, tendenziell einmal auch Danke zu sagen oder so. Ein uraltes Taschentuch, du weißt, da gibt's noch welche aus Stoff, einen Knopf hineinmachen, den in der Tasche haben. Und wenn ich spüre, das erinnert mich jetzt dran, hey, heute habe ich noch nicht genug Danke gesagt, ja. Also vielleicht ist irgendetwas so wirklich bodenständig Altes auch einmal so ein Smiley im Kopf jetzt. Wir brauchen es vielleicht dann gar nicht einmal einstecken, ja. Michael, großartig. Ich nehme mein Taschentuch raus und werden wir gleich einen Knopf machen. Sehr schön. Und die Taschentücher gibt es sogar auf Bauernladen.at von einem österreichischen Produzenten. Wirklich wahr. Also so schaut mein Knopf aus. Erinnert mich, Danke zu sagen, meinen Gästen hier. Danke, dass wir als Presse mit Great Place to Work diese Expertengespräche machen können. Und vielen Dank allen, die uns über den Stream verfolgt haben. Danke für die Beiträge, danke fürs Mitdiskutieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Expertinnengespräch. Ja. Dankeschön. Darf ich auch noch ein Danke sagen? Danke, lieber Michael, für diese wundervolle Moderation. Danke allen Gästen hier fürs Dasein, für die vielen, vielen, vielen Inputs, die das Thema Wertschätzung so mit sich bringt. Danke für alle, die vor den Bildschirmen sitzen, und gleichzeitig die Einladung, beim nächsten Mal auch wieder mit dabei zu sein. Am 22.11. zur gleichen Zeit sprechen wir und diskutieren wir zum Thema Translation for Transformation. Wir sind in einer Zeit der Umbrüche, wir sind in einer Zeit der Veränderungen. Nicht nur die Teuerung und die geopolitischen Verschiebungen, die wir gerade erleben. Es geht um das Thema der Nachhaltigkeit, es geht um das Thema, das große Thema der Digitalisierung mit den vielen Daten. Wo führt uns die Reise hin? Alles wird immer schneller. Wie schaffen wir es, die Menschen auf diese Reise mitzunehmen und ein gutes Fundament für die Zukunft mitzunehmen?